Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den September 2017 und ganz herzlichen Glückwunsch an die Geburtstagskinder, die im September Geburtstag haben. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und ich führe euch durch die Konstellationen. Wenn ihr eine Beratung zu einer ganz persönlichen Situation braucht, stehe ich euch dafür natürlich zur Verfügung. Zum Beispiel für ein Geburtstagshoroskop, ein Solar, das würde sich ja anbieten. Ihr könnt auf meinem Kundentelefon anrufen oder die Beratung direkt über meine Homepage buchen unter www.antonialangsdorf.com. Infos dazu findet ihr, wenn ihr auf das kleine i hier oben im Bild klickt und natürlich unten in der Videobeschreibung. In der Verlosung könnt ihr auch diesen Monat 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Wie es geht, dazu mehr am Ende des Videos. Also bleibt dran! Jetzt schauen wir uns eure Konstellation genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, den langfristig wirkenden Aspekten. Ganz wichtiger Aspekt für euch ist die Opposition zu Romantikplanet Neptun. Der steht für euch im Partnerhaus und wirft diesmal seinen Aspekt auf die Geburtstagskinder vom 3. bis 6. September. Das ist eine Konstellation, wo man sich verlieben kann, wo man die rosa Brille auf hat. Und wo man vielleicht auch Leute kennenlernt, die so ein bisschen hilflos sind oder Künstlertypen. Müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr jetzt nicht Leute trefft, die einfach nur wollen, dass ihr ihnen als praktische Jungfrau das Leben aufräumt. Aber es ist halt schon ein schöner Aspekt, weil man da eben auch mal bereit ist, die Vernunft über Bord zu werfen und sich auf eine Liebe einzulassen. Jetzt haben wir aber dieses Halbquadrat zu Uranus auch dabei. Und das kann heißen, dass wenn ihr jemanden kennenlernt, besonders über Internet-Dating, dass sich die Person doch etwas anders darstellt, als sie wirklich ist. Das ist ja oft sowieso der Fall, aber mit diesem Aspekt halt besonders verstärkt und dass da vielleicht auch beide was anderes wollen. Deswegen schaut da einfach, wenn sich da was anbahnt, dass ihr euch das in Ruhe anguckt, lernt die Leute gleich kennen, aber dann gebt euch 3 Monate Zeit. Ihr wisst schon, die 90-Tage-Regel. Genau, dann haben wir das Trigon zu Pluto. Das ist auch ein sehr spannender Aspekt für die Jungfraugeborenen. Pluto steht hier für euch im 5. Haus der Lebensfreude und der Sexualität. Das ist ein Aspekt, der auch dafür sorgt, dass sich das sexuelle Erleben vertiefen kann, dass man Grenzen auslotet. Und das besonders diesen Monat, weil Pluto wird Ende des Monats wieder direktläufig nach längerer Rückläufigkeit. Und das bedeutet, dass seine Kräfte besonders stark wirken, dass wahrscheinlich auch den ganzen Monat so eine latente sexuelle Spannung da ist. Und weil wir auch viele Planeten in der Jungfrau haben werden, denke ich, dass sich das auch so ein bisschen über euch ausdrücken wird. Ich habe es ja gesagt, ihr seid halt sehr verführerisch. Und ihr könnt da interessante, einflussreiche Menschen kennenlernen und eben auch Beziehungen knüpfen, die lebensverändernd wirken. Das ist halt nur sehr wichtig, dass ihr schaut, ob da auch beide Beteiligten das Gleiche wollen. Weil diese Pluto-Typen, die haben oft noch eine geheime Agenda, wo sie nicht drüber reden. Und ihr solltet da schon am gleichen Strang ziehen. Dann kann so eine Beziehung auch sehr belebend, sehr aufbauend und auch verändernd wirken. Und diesen Aspekt bekommen in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 8. und 11. September Geburtstag haben. Dann ein etwas schwierigerer Aspekt, das Quadrat zu Saturn. Habt ihr ja auch schon eine Weile mit zu tun. Steht für euch hier im 4. Haus der Familie, kann anzeigen, dass man viele Familienverantwortung hat, viele Pflichten hat, dass man nicht genug Zeit für sich selbst hat, weil ständig jemand etwas an einen heranträgt, was gemacht werden muss. Es kommt jetzt auch darauf an, wo der Saturn in eurem individuellen Horoskop steht. Aber hier eben im 4. Sonnenhaus kann das Problem entweder aus der Familie kommen oder es kann mit eurer Wohnsituation zusammenhängen. Vielleicht wollt ihr euch da auch verändern. Und jetzt steht auch noch die Lilith dabei. Und Lilith macht so ein bisschen kompromisslos. Ja, das kann also wirklich auch schwierig sein, da Kompromisse zu finden bei solchen Entscheidungen. Und außerdem kann Lilith, wenn sie in einem harten Aspekt zur Sonne steht, auch anzeigen, dass man Anteile von sich selbst, so Schattenanteile, vor allen Dingen was die wilde Weiblichkeit angeht, vielleicht nicht wahrgenommen hat. Und das wird einem dann jetzt schmerzlich bewusst mit diesem Quadrat. Und außerdem kann es auch anzeigen, dass es Probleme mit einem weiblichen Familienmitglied geben kann. Und da gibt es jetzt Überschneidungen, wer den Aspekt empfängt. Das Quadrat Saturn bekommen die Geburtstagskinder vom 13. bis 16. September und das Quadrat zu Lilith, diejenigen, die vom 14. bis 19. September Geburtstag haben. Ja, müsst ihr mal schauen, welche Themen da für euch wichtig werden. Und wenn die beiden zusammenstehen, dann kann das eine besondere Kompromisslosigkeit anzeigen, aber auch einen besonders starken Druck, sich um diese Themen wirklich zu kümmern.
Genau, dann ist für euch noch wichtig als Merkurzeichen, dass der Merkur wieder direktläufig wird diesen Monat am 6. und dass er sich zweimal mit Mars verbinden wird. Ja, einmal, wenn er noch im Löwen steht, jetzt gleich Anfang September und dann nochmal später im Monat, wenn er in der Jungfrau steht. Und das bedeutet auch für euch, dass ihr besonders darauf achten müsst, dass ihr nicht mit spitzen Bemerkungen andere vielleicht verletzt. Gerade Jungfrauen haben oft eine spitze Zunge, sind in der Lage, sehr kritisch zu sein, weil sie ja die Details eben auch oft sehen und sie haben auch oft recht, ne? Aber es kann eben dazu führen, dass man dann andere Leute damit verletzt. Also habe ich auch in der kosmischen Schwingung ausführlich beschrieben, ne, dass ihr da ein bisschen drauf achtet, dass ihr ein bisschen gnädig seid, wenn ihr das Unperfekte im anderen seht. Gut, jetzt kommen wir zu euren aktuellen Konstellationen. Am 1. September steht erstmal die Sonne natürlich in Konjunktion zu eurem Zeichen, weil sie in der Jungfrau steht, in der ersten Dekade und das bringt Vitalkraft und Ausstrahlung. Dann haben wir die Liebesplaneten im Löwen stehen. Die stehen für euch im 12. Sonnenhaus. Das kann bedeuten, dass sich Liebesbegegnungen mehr in spirituelle Richtung entwickeln. Kann auch sein, dass ihr so ein Gefühl habt, dass die Venuskräfte so ein bisschen auf dem Rückzug sind, aber viele Jungfraugeborene haben ja auch Planeten im Löwen und kommen dann doch eben in den Genuss dieser Kräfte. Da müsst ihr mal für euch schauen, wie das für euch ist. Auf jeden Fall steht die Venus in der ersten Dekade und dann hier Merkur, Mars und Mondknoten in der dritten Dekade des Löwen. Und am 3. September haben wir dann auch schon diese Konjunktion, wenn Merkur und Mars zusammengehen. Da müsst ihr eben aufpassen, was man sagt. Und ihr seid in diesen Tagen wahrscheinlich gereizt und zu einer schnellen Erwiderung bereit. Aber es kann sein, dass ihr euren Feind nicht so recht ausmachen könnt, weil ja die Mars-Merkur-Konjunktion im 12. Sonnenhaus steht. Vielleicht ist es aber auch ein Verehrer, der sich nicht an euch herantraut und versucht, über Neckereien mit euch anzubandeln. Außerdem beginnt die Konjunktion zur Sonne in der Jungfrau an dem Tag den Eintritt in die zweite Dekade. Dann haben wir am 5. September wieder einen wichtigen Tag für euch. Da tritt nämlich der Mars ins Zeichen Jungfrau ein und damit in euer erstes Haus. Das bringt Schwung. Ja? Das ist eine gute Zeit, zum Beispiel auch, um wieder mehr Sport zu treiben. Das ist eine schöne Konstellation für die nächsten Wochen mit dem Mars. Ihr müsst halt nur aufpassen, dass ihr es nicht übertreibt oder auch, dass ihr nicht zu kampflustig, vor allen Dingen zu scharfzüngig auftretet. Dann gibt es noch eine interessante Konstellation auch in diesen Tagen. Die Sonne bildet eine Spannung zu Neptun im Partnerhaus, also auch nochmal wieder romantische Tagträume vielleicht oder unklare Beziehungssituationen. Ihr könntet euch in jemanden verlieben, der vielleicht schon anderweitig gebunden ist und der euch geheimnisvoll und interessant erscheint. Aber schaut da bitte unbedingt, dass ihr die 90-Tage-Regel beachtet, denn das habe ich ja auch erklärt in den August-Videos, dieses Halbquadrat zwischen Uranus und Neptun, das bedingt eben, dass die Leute noch Geheimnisse haben oder auch, dass sie sich wieder umentscheiden. Ne? Wenn man jemanden kennenlernt, der sagt, ja, ich will mich trennen, kann er sich das nochmal anders überlegen. Und das wäre ja blöd, wenn ihr darunter zu leiden hättet. Und dieser Aspekt geht dann über in den Vollmond. Der ist am Mittwoch, den 6. September, morgens um 9:02 Uhr und auch für euch ganz direkt auf der Beziehungsachse. Und daher ist die Konstellation für euch besonders verführerisch. Es ist also gut möglich, dass ihr euch rund um den Vollmond auf erotische Experimente einlasst, denn der Vollmond steht auch im guten Aspekt hier zu Pluto, der für euch im Haus der Erotik steht oder vielleicht sogar eine heimliche Affäre anfängt. Man soll nicht glauben, die Jungfraugeborenen wären schüchtern und harmlos. In diesem Monat könnt ihr sogar die Herzensbrecher sein, die anderen den Kopf verdrehen. So, und außerdem wird der Merkur dann für euch im 12. Haus im Löwen wieder direktläufig zu Vollmond. Und für spirituelle Jungfrauen bedeutet das, dass sie jetzt wieder klare Botschaften aus der geistigen Welt empfangen können. Dann habe ich einen Top-Tag für euch gefunden am Sonntag, den 10. September. Da habt ihr einen schönen Mondaspekt zur Sonne. Und außerdem ja die Sonne bei euch im ersten Haus in einem guten Aspekt zu Pluto. Also das sind lauter ideale Aspekte, um vielleicht erotische Experimente zu genießen und Kuschelstunden und auch heißes Liebesgeflüster. Wenn ihr gerade einen Flirt gerade erst anbahnt, findet ihr die heißesten Worte, um jemanden zu bezirzen. Am 13. September beginnt die Sonne bei euch im ersten Haus den Eintritt in die dritte Dekade.
Und vom 13. bis 19. September ist ja dann auch die schöne Flirtphase. Die Venus bildet dann lauter positive Aspekte zu Saturn, zum Mondknoten, zu Lilith und Jupiter und auch Uranus. Und weil die Venus für euch im 12. Haus steht, kann das für euch eben auch spirituelle Begegnungen bedeuten. Gerade auch mit dem Mondknoten hier in 12 heißt das, dass ihr vielleicht einfach auch Leute trefft, die euch jetzt auf eurem spirituellen Weg weiterhelfen. Das ist ganz wichtig. Und der Mondknoten in dieser Position im Horoskop bedeutet auch, dass ihr erkennt, ob ihr überhaupt auf dem richtigen Weg seid. Der steigt ja jetzt auf in eurem Horoskop und das ist sehr, sehr vorteilhaft. Aber Mars und Merkur, die stehen ja dann im ersten Haus und das ist ein Hinweis, dass besonders Jungfrau-Herren jetzt als Verführer unterwegs sind. Aber am 14. haben wir auch die Sonne im Quadrat zu Saturn. Das ist jetzt für euch natürlich besonders wichtig, weil sie eben in der Jungfrau steht. Diejenigen, die also jetzt dieses Quadrat auch haben, die werden die Flirtphase vielleicht nicht ganz unbeschwert genießen können, weil Familienpflichtverpflichtungen sie wahrscheinlich stark beschäftigen. Dann haben wir am 19. September den Eintritt von Merkur, der dann in der Jungfrau steht, in die zweite Dekade eures Zeichens. Und am Mittwoch, den 20. September, haben wir ja dann den Neumond in der Jungfrau. Das ist super wichtig für euch. Da geht es ja um Fakten erkennen, sich neu organisieren und Geheimnisse klären. Und das ist im Grunde natürlich genau euer Ding. Und es ist auch eine gute Zeit für Coaching und Beratung. Und dabei seid ihr selbst wahrscheinlich diejenigen, die sehr häufig jetzt um Rat gefragt werden. Sehr schön für euch ist, dass am selben Tag auch die Venus ins Zeichen Jungfrau geht. Das heißt, ihr habt jetzt Sonne, Venus, Mars, Merkur und an dem Tag eben auch den Mond in eurem Zeichen. Das heißt, ihr seid nicht nur vital und geistig auf der Höhe und inspiriert, sondern auch liebevoll und sexy. Also, das ist einfach genial und deswegen ist der Vollmond für euch auch ein Top-Tag. Dann haben wir vom 20. bis 22. September auch zwei ganz starke Konstellationen für euch. Da wird nämlich der Merkur, euer Herrscherplanet, aus der Jungfrau heraus erst hier eine Spannung zu Neptun bilden. Das regt sehr stark die Fantasie an. Und dann am nächsten Tag wird er ins Trigon hier zu Pluto gehen. Und das bedeutet, ihr habt in diesen Tagen eine große Verführungs- und Überzeugungskraft und könnt jeden um den Finger wickeln, den ihr haben wollt. Am 22. September um 22.02 Uhr tritt dann die Sonne ins Zeichen Waage ein, verlässt also euer Zeichen. Und dann ist das die Tag- und Nachtgleiche und auch der Herbstanfang. Und das bringt dann neue Vitalkraft in eure Finanzangelegenheiten, weil die Sonne dann in euer Geldhaus gehen wird. Und der Mars in der Jungfrau beginnt an dem Tag auch den Durchgang durch die zweite Dekade. Dann haben wir ja auch ab dem 22. und für den Rest des Monats wieder eine Phase stärkerer kosmischer Spannung, aber sehr erotischer Spannung. Da haben wir nämlich dann erst den Mars in Opposition zum Neptun, alles aus eurem ersten Haus raus. Und dann später die Venus in Opposition zu Neptun. Und die Venus wird auch langsam wieder heißer, weil sie sich auf den Mars zubewegt. Alles bei euch im ersten Haus. Und während dieser Phase wird auch Pluto wieder direktläufig. Das ist dann eben diese sexuelle Spannung und auch ein Interesse am Drama und an Schmerz. Also wie weit kann man an die Schmerzgrenze gehen? Und das ist sicherlich etwas, je nachdem auch in welcher Form von Beziehung ihr dann seid, was vielleicht auch an euch herangetragen wird oder wo ihr vielleicht sogar selbst auch Lust habt, damit zu experimentieren. Gleichzeitig haben wir aber auch Merkur, hier euren Herrscher, in Spannung zu Saturn. Das heißt, das ist dann auch ein sehr kritisches Denken. Und wenn das unbequem wird, dann weicht man eventuell aus, indem man sich in eine Affäre flüchtet. Ich habe aber am 23., das ist ein Samstag, und am 24., dem Sonntag, zwei Top-Tage für euch gefunden. Da haben wir nämlich eine schöne Verbindung von Neptun, der bei euch im Partnerhaus steht, natürlich zu den Planeten, die bei euch im ersten Haus stehen. Und eure Gedanken haben magische Kräfte durch die Verbindung zu Pluto. Also das ist auch ein Top-Tag für Liebesgeflüster und für Flirts. Und der Mond mit im Skorpion hier bei euch im dritten Haus begünstigt eben auch, dass ihr die richtigen Worte findet. Dann am 25. September haben wir Merkur in der Jungfrau. Der beginnt dann den Durchgang durch die dritte Dekade.
Und am 29. geht die Venus in die zweite Dekade des Zeichens Jungfrau. Und dann schließlich am 30. September tritt der Merkur ins Zeichen Waage ein, damit auch in euer zweites Haus und belebt also euer Handel und Wandeltätigkeit ist gut für Geldangelegenheiten. Ja, meine Lieben, das waren eure Sterne im September. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, wie gesagt, wisst ihr ja, bin ich für euch da für eine Beratung und alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage www.antonialangsdorff.com und die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Und wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen wollt und noch etwas über Astrologie lernen, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch. Der nächste Termin ist am Freitag, den 8. September um 17 Uhr. Und bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Wer gewonnen hat, das gebe ich dann in der kosmischen Schwingung vom Oktober bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier auf YouTube einen netten, interessanten Kommentar, zum Beispiel darüber, was euch meine Horoskope bringen oder auch was ich besser machen könnte und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch nochmal das Video-Special Folge deinem Herzen über den aufsteigenden Mondknoten im Löwen. Alles Gute mit den Sternen.